Ja, nicht schwächeln. Jetzt läuft aber, jetzt läuft die Maschine. Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook Live. Und zum Nachschauen auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt TV. Wo ist die Maus? Habe ich die. Ich sehe da die Maus. Jetzt bin ich fast ein bisschen weit weg dort mit dem Computer. Aber nachdem ja ich eine super Gleitsichtbrille habe, glaube ich, schaffe ich das mörderisch. Ja, Freunde, das heutige Thema, ein wahnsinnig ernstes Thema. Es geht um Fahrtechnik, weil Fahrtechnik ist einfach offensichtlich was sehr Wichtiges. Und ich habe es genannt, Fahrtechnik 2019. Und wie ich es genannt gehabt habe, Fahrtechnik 2019, habe ich mir überlegt, na, wie unterscheidet sich die Fahrtechnik 2019 zur Fahrtechnik 2018? Und da glaube ich, unterscheidet sie sich nicht wahnsinnig viel, aber zur Fahrtechnik 2002 zum Beispiel, na, da hat sie schon erheblich viel getan. Jetzt weiß ich nicht, ist das alles schief ein bisschen? Na gut, heute haben wir ein bisschen einen schiefen Bildausschnitt im An. Also ist ein bisschen was Psychedelisches. Das werden wir da packen. Jawohl. Schaut, der Jörg die Kneite ist in meine Freude. Hallo Zonko, guten Abend, liebe Gemeinde. Andrea Weiler, guten Abend. Der Spitz ist auch wieder dabei. Servus Gemeinde. Ganz herrlich. Und der Dragan Kratschun. Kratschun, sagt man wahrscheinlich. Hallo Zonko, servus Dragan. Heinrich Neubauer, hallo Leute. Helmut Faller, hallo Zonko. Helmut Faller, herrlich. Hans Muppet, servus miteinander. Edemund, guten Abend, Herr Zonko. Matthias Gödi, moin Zonko. Und nebenbei läuft Handball. Ah, du bist es. Du warst ein bisschen entrüstet, dass wir heute schon um 20.15 Uhr den Brennraum haben, weil dort ist offensichtlich irgendein Handballmatch, was dich sehr interessiert. Nein, jetzt bist du halt wie der Napoleon. Bist einfach auf mehreren Fronten aktiv. Das ist eh herrlich. Jawohl, der Spitzi sagt alles leibend, das heißt, er hat noch ein paar so Vanillekeks in Reserve gehabt, hat er sich aufgespart. Passt als Alexander Haruk. Guten Abend. Fred Pietz, lass dir Zeit zum Go, jawohl. Claudia Hoffmann, Abend. Richard Eigner, Grüße an alle. Ja, das ist überhaupt das Beste. Jens Schwanberger, guten Abend, liebe Gemeinde, guten Abend, Zonko. Zonko, warst du in Urlaub? Man hat ja nichts von dir gehört, sagt der Jens Weirich. Ja, das ist mir jetzt selber aufgefallen, ich war nicht im Urlaub, aber ich habe jetzt wirklich eine Woche lang nichts aufgestellt auf den YouTube-Kanal. Ich muss allerdings sagen, ich war vorher relativ fleißig. Also ich habe oben Zonko erzählt, das Nardo, die Speed-Trilogie, den ersten Teil. Dann habe ich das oben mit dem Buschkarl, mit der Route 66, das war auch mörderisch und der letzte Brennraum war auch mörderisch. Und warum habe ich dann nichts mehr aufgetan? Das weiß ich nicht ganz genau. Ich habe auf alle Fälle fürs BS-Heft, na, das wollte ich euch sagen, das BS-Heft, das habe ich natürlich wieder mal da. Das ist eine Niederlage. Aber ich habe fürs nächste BS-Heft die Kolumne fertig geschrieben. Und das nimmt schon immer ein bisschen Zeit und eine Konzentration in Anspruch, macht mir aber große Freude, weil ich das halt so richtig schön ausformulieren kann. Ja. Und morgen aber mache ich auch wieder ein Video zur Moto Guzzi Milano, die Zonkos Welt TV Edition. Da wäre eine riesige Freude, die ist jetzt fertig. Die wird dann auch auf der Messe in Tulln stehen. Ja. Und das auf der Messe in Tulln, damit ich das nicht vergesse. Das sage ich euch gleich. Auf der Messe in Tulln, da ist 1000 PS, also der Nasty Nils, der Fauli und meine Wenigkeit. Wir sind dort am Freitag um 14 Uhr auf der Hauptbühne, weil dort wird die Wahl der Motorräder des Jahres 2019 bekannt gegeben. Das ist abgestimmt worden auf 1000 PS. Und da werden wir ein bisschen was reden mit dem Philipp. Wahnsinn, Philipp Jelinek ist ja unglaublich in Druck, der ist echt super. Und mit dem reden wir das. Und anschließend, nach dieser Prämierung der Bikes des Jahres 2019, stehen wir dort zur Verfügung für Meet and Greet. Da freuen wir uns irrsinnig, wenn ihr vorbeischaut. Also Freitag 14 Uhr auf der Hauptbühne. Und am Samstag, für die Leute, die nur am Samstag kommen, ist es so, dass wir so ein Meet and Greet haben
am Metzlerstand. Samstag, 14 Uhr, Metzlerstand, Nasty Nils und ich, wir sind auf alle Fälle da und ich glaube, der Fauli wird auch kommen. Aber der Nils und ich, wir sind ganz sicher am Samstag um 14 Uhr am Metzlerstand und möglicherweise auch der Horvat, vielleicht der Schaf, vielleicht der Max, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber der Nils und ich, wir sind dort und wir freuen uns irrsinnig, wenn es vorbeischaut. Und ich meine, das, weil manche in Deutschland draußen ist so gewesen, auf der Intermod, manche haben ein bisschen so ein schlechtes Gefühl gehabt so in der Art, naja, geht ihnen das nicht schon am Arsch, diese Selfies und so. Nein, das ist so, das macht uns eine echte Freude. Also wer das gern macht, also ein Foto mit uns oder einfach ein bisschen plaudert, das ist echt die Wahrheit, das macht uns eine große Freude. Also bitte seid nicht schüchtern, sondern schaut vorbei und ja, wir freuen uns wirklich sehr, sehr. Ja. Ist also ein super Thema und ich hau mir dort jetzt schon eine Verzettelung ein, aber eins möchte ich noch loswerden, das sage ich am Ende der Sendung auch nochmal. Am Montag, also jetzt in 4 Tagen, diesen Montag um 19 Uhr gibt es wieder 1000 PS Live Show, so eine Talkshow, und nachdem der Nils nicht da ist, hat er mir diesmal diese Moderation aufgetragen und ja, da hoffe ich natürlich, dass viele von euch zuschauen, damit ich dort ein bisschen entspannt bin. Weil das ist dann schon eine Herausforderung, das ist ja doch ein bisschen was anderes. Da werden ja irrsinnig tolle Videos eingespielt und alles. Also das ist jetzt nicht so eine muntere Plauderei, wie wir es da haben, sondern no, da geht es schon um Fakten auch, nicht? Ja, und da mache ich eben diese Moderation und schaut's vorbei, das wird mir irrsinnig taugen. Also am Montag um 19 Uhr. Am YouTube-Kanal von 1000 PS. Und Freunde, ich meine, die Herzen und die blauen Daumen, die da jetzt reinfahren, die ganze Zeit, na, das ist einfach eine echte Freude. Ihr seid echt die Besten. Und es ist die Wahrheit. Und ich glaube, diese Brennraumgemeinde im Facebook, ich glaube, jetzt haben wir bald 900. Also der Heizl hat da echt was Mörderisches auf die Füße gestellt. Das ist echt super. Das ist wirklich super. Brennraum, jawohl. So, und jetzt zur Fahrtechnik. Was soll ich lesen? Karl Griesgram, schief ist wurscht, solange sich nicht alles dreht. Bravo, Karl! Das stimmt. Ja, wenn es sich einmal dreht, dann ist es grauslich. Dann ist es grauslich. Der Käfernlofti, super Thema. Ja, Käfern, es tut mir leid. Bin noch gar nicht zum Thema gekommen. Jens Schwamberger, als ich vor 35 Jahren meinen Schein gemacht habe, gab es keine gescheiten Fahrtechnik-Tipps. Bravo Jens, so steigen wir ein. Bei mir ist es nämlich auch so gewesen, es ist schon länger her, wie 35 Jahre bei mir, dass ich den Führerschein gemacht habe. Na, wie lange ist es jetzt her? Jetzt bin ich 56, mit 18 habe ich ihn gemacht. Na, kann einer gut rechnen. Also scheiße. Mit 18, 56, also sind es 38 Jahre. 38 Jahre. Also vor 38 Jahren habe ich den Schein gemacht und ich habe ja schon, glaube ich, auch so einen Kleinkraftschein habe ich schon gehabt. Das heißt, ich habe mit 16 schon 100 km/h fahren dürfen. Und da ist es so gewesen, also eine Vorschule habe ich mir natürlich nicht geleistet. Und man dachte, das ist ja komplett für die Wurst. Ich kann eh fahren. Das brauche ich ja nicht. Jetzt habe ich einfach da diese Prüfung gemacht. Das ist damals gegangen. Ja, und ich meine, bin ich gefahren wie der Kaiser. Das war gar nichts. Also den habe ich ganz locker gekriegt, den Führerschein, und habe dadurch aber auch jetzt halt nicht irgendwelche Fahrtechnik-Tipps gekriegt. Und ich selber habe es wirklich gelernt bei Learning, bei Doing, wie man so schön sagt. Ich habe halt mit 12 am Land draußen so ein 175er Vespa gehabt, so eine Hinige, und mit der sind wir gefahren auf dem Feldweg. Volle Granaten, was halt gegangen ist. Und vor allem so lang es gegangen ist. Meistens haben wir es heimgeschoben. Weil die Kisten hat irgendwas gehabt, der Wärmehaushalt war nicht wahnsinnig gut. Das heißt, du bist vorhin 10 Minuten und hast dann 20 Minuten heimgeschoben. Ungefähr so war das. Also Schirben habe ich eine echte Expertise gehabt. Ja, und dann irgendwann hat mich der Cousin auf sein Zünd absteigen lassen. Hat er gesagt, fahr, wenn du dich traust, fahr. Und ich mich natürlich traut. Na, das war schon ein Wahnsinn. Ich habe die Kupplung auslassen und ich meine, das ist sofort ansatzlos gewählt. Aber
Nachdem so ein Moped-Motor ja kein Schmalz hat, ist es auch gleich wieder vorne habe ich gesagt, aber da war ich dann schon ein bisschen schockiert und da hat er mir dann gezeigt, wie man die Kupplung auslöst. Also das habe ich gewusst, das ist jetzt aber wirklich basic Fahrtechnik. Also Kuppeln, bei der Vespa haben wir ja nicht mit dem Fuß geschalten, sondern mit der Hand, das war ein Wahnsinn. Das war mörderisch und bremsen hat die Vespa auch keine gehabt. Und dann kann ich mich schon erinnern, dass mein Bruder zum Beispiel, der hat sich ein Zündab gekauft, ein komplett neues Zündab hat er sich gekauft und der ist gefahren eine Woche und dann ist ihm in einer Kurve, in einer Rechtskurve, ist er so ein Auto entgegengekommen und der hat vorne eingegriffen in die Bremse und der ist blitzartig auf der Go gelegen. Und das weiß ich nicht, ob man das wissen hätte können oder nicht, aber das war halt so eine Schreckbremsung, eingreifen fahren und schon weg. Ne? Und das hat uns eigentlich auch niemand gesagt, dass zum Beispiel jetzt, wenn du ernst bremsen willst auf der Geraden, dass 99% der Bremswirkung vorne ist, dass die Hinterbremse in Wirklichkeit nicht brauchst, wenn es darum geht, dass du hart verzögerst. Das hat uns auch keiner gesagt. Du bist halt irgendwann draufgekommen, aber es hat eigentlich auch lang gedauert. Nicht? Ja. Und ich meine, es ist so, zum Beispiel bei den Amerikanern, es ist schon ein Wahnsinn, das hat mir der Herr Berger von Honda einmal gesagt, nicht? Deswegen hat unter anderem deswegen hat Honda diese Kombinationsbremse erfunden, weil der Amerikaner, der durchschnittliche Amerikaner, der ist einfach hinten in die Eisen gekupft und hat geglaubt, dass das Motorradl stehen bleibt. Und bei einer Harley, bei einer schweren Harley, bleibt sie tatsächlich relativ gut stehen, weil da hinten sehr viel Gewicht ist, auch wenn du jetzt bremst. Der Gewichtstransfer ist nicht so, dass das hinten dann leicht wird, sondern das bremst eh und schnell fahren dann die eh nicht. Aber wenn du auf einem sportlichen Motorradl sitzt und du hast dann einen Nagel drauf und du bremst nur hinten, dann bleibt das natürlich nicht stehen. Also damals, wie es noch kein ABS gegeben hat, siehst du einfach, schleudert es dich einfach wahnsinnig hinten, aber es wird nicht nennenswert langsamer. Und für die Leute hat Honda dann die Kombinationsbremse erfunden. Das heißt, wenn du hinten eingestiegen bist, hat das vorn mitbremst. Das sogenannte CBS, Combined Braking System. Muss, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich schon 30 Jahre alt, glaube ich. Ja, aber das zum Thema Bremsen. Und dann, das wird schon, das ist, ich muss ein bisschen aufpassen, dass das einen roten Faden hat. Andererseits, ich meine, es ist eh wurscht, weil ihr kennt den roten Faden eh selber herstellen. Aber jetzt bleibe ich noch ganz kurz beim Bremsen, weil das natürlich jetzt so ist, Fahrtechnik 2019 und Fahrtechnik 2002 ist beim Bremsen komplett unterschiedlich. Weil damals, wie es noch kein ABS gegeben hat, beziehungsweise wie es nur in Motorradeln ABS gehabt haben, das man nicht fahren hat wollen, wenn man ein sportlicher Typ war, also das war ausgeschlossen. Du wolltest schon selber zangeln, du wolltest da richtig, also wenn du ein sportliches Motorradl haben wolltest, dann hat das kein ABS haben dürfen, das war schon sowas wie, no. Und sie sind ja schlecht gewesen damals, die ABS-Systeme. Also, wenn du ein Motorradl gehabt hast ohne ABS-System, dann hast du den Bremsen schon relativ viel Aufmerksamkeit widmen müssen, wenn du ein bisschen einen sportlichen Anspruch gehabt hast. Und ich bin selber einmal über die Vorderbremsen abgestiegen, das ist auch Wahnsinn, das ist auch blitzartig gegangen. Und zwar habe ich in der Schubertgasse habe ich mal Reim gestartet, die XS57, wirklich eine räudige, wüde Reim. Die habe ich gestartet, habe 10 Meter beschleunigt und bin dann rechts in die Einbahn bei der Tankstelle einbogen. Und diese Einbahn, das ist ein Gossen, ist wirklich ein Gossen. Und da ist irgend so ein Volltrottel mit seinem Auto gegen die Einbahn hat er zurückgeschoben. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ich finde eigentlich keine Worte, aber es ist eine echte Trottelaktion. Ein Wahnsinn. Der wollte sich das sparen, den Umweg, und hat sich gedacht, er schiebt zurück und kann dann sich einreihen und die Gassen gerade weiterfahren. Also eigentlich ein Wahnsinn. Und dem Hessen müssen normalerweise, jetzt wollte ich sagen, eine Oberhauen, aber wir sind ja nicht das nicht, aber es war wirklich ungut. Auf alle Fälle, ich bieg ums Eck, sieht das, greif vorne rein und lieg ansatzlos auf der Goschen.
Das ist auch so gewesen. Da habe ich natürlich vorne eingegriffen und ansatzlos bin ich weg gewesen. Und ich meine, die Maschine hat jetzt nicht wahnsinnig viel gehabt. Ich war damals, keine Ahnung, 30 oder so. Ich bin dort abgerollt. Na, ein paar Purzelbäume halt gemacht, das war gar nichts. War wirklich überhaupt nichts. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Typen wahnsinnig geschimpft habe. Ich glaube aber nicht, weil der hat sich geschlichen. Ich glaube, der ist einfach gleich gefahren. Also ich habe kein Kennzeichen gehabt und gar nichts von dem, genau. Der ist einfach, der hat das gesehen, dass da hinten jetzt irgendwas schief geht und hat einfach den Ansehen getan und ist vorn verschwunden. Also eigentlich ein richtiges Arschloch, muss man schon sagen. Aber nein, mir ist nichts passiert. Und ich habe aber schon gewusst, noch so in die Vorderbremse in einer Kurve darfst du nicht eingreifen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, mit einem ABS heutzutage passiert das nicht und das weiß ich aber nicht. Weil ich glaube, wenn das so abrupt ist, in Schräglage und der Asphalt vielleicht noch rutschig ist, ob da nicht der erste Impuls reicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß natürlich, dass diese ABS-Systeme jetzt wahnsinnig gut sein und wirklich wahnsinnig viel können und ich würde mir jetzt wirklich nicht wetten trauen, ob sie das ausgeht oder nicht. Möglicherweise wird sie es heute ausgehen. Wäre natürlich ganz großartig, aber ich bin nicht so drauf, dass ich das probieren würde. Also, vielleicht gibt es ein paar junge wie die Hund, die sagen, pass auf, probier das aus, ob das geht. Ich trau mich nicht. Aber ich glaube eigentlich, wenn du ein Kurven-ABS hast, müsste das möglicherweise so eine Art von Sturz verhindern. Und deswegen ist es heutzutage so, wenn du ein Motorrad hast mit einem hochwertigen ABS, musst du, um diese ja, doch relativ schwierig zu erlernende komplizierte Bremstechnik eigentlich nicht mehr kümmern, weil im Endeffekt kannst du dort eingreifen wie der Hufschmied. Und das dosiert es eh selber. Nur ich selber, wenn ich jetzt mit so einem, ich habe ja ein wahnsinnig tolle Motorrad, also zum Beispiel der Werkstuhlfisch, der hat natürlich ein ABS und Bussi, Wahnsinn, ne? Und sogar die schweren Koffer, Harley, Indien, die haben alle ein relativ gutes ABS drinnen. Und insofern kennt ihr mich jetzt einfach, ich muss die Kommentare, nein, das sage ich noch fertig. Insofern kennt ihr mich jetzt dort auf diese Bremstechnik, die kennt ihr einfach, wie soll ich sagen, über Bord hauen und man denken, Alter, ich mach's wie der Hufschmied, warum soll ich da jetzt irgendwas anders machen? Ich greif so eine. Es ist ja wurscht. Ja. Das ist mir aber nicht, weil bei den Bremsen ist es halt so, dass das ein wirklich toller Bewegungsablauf ist. Ein toller Bewegungsablauf und es stimmt natürlich, wenn du ein sportliches Motorradl hast, dann kannst du im Endeffekt die Geschwindigkeit vernichtest mit der Vorderbremsen. Ausschließlich mit der Vorderbremsen. Hinten kannst du mitbremsen, wenn du Lust hast, um vielleicht die Maschine ein bisschen stabiler zu halten oder so. Aber an und für sich, wenn es jetzt rein um die Speedvernichtung geht, vorn der Anker. Und vorn beim Anker, und das ist halt, das ist das Entscheidende, na, du greifst nicht so eine, sondern du brauchst seinen Initialbiss und dieser Initialbiss darf nicht wahnsinnig stark sein, sondern dieser Initialbiss, der leichte Druck, der leitet diesen Gewichtstransfer ein. Das heißt, du kriegst einen Druck am Vorderrad, die Geometrie ändert sich ein bisschen, weil die Maschine vorkommt und dann, wenn der Druck am Vorderrad da ist, na, dann kannst du voll zubeißen. Aber nicht gleich, sondern so leicht verzögert. Und diese leichte Verzögerung, die musst du natürlich automatisieren. Das musst du üben. Aber wenn sie das einmal automatisiert hat, ist es ein Traum. Das ist so ein harmonischer, wirklich toller Bremsvorgang. Und wenn du das drauf hast, na, dann kannst du auf trockener Straße, na, dann kannst du mit so einem Kurven-ABS, da kannst du mitbremsen. Wenn du super drauf bist, bremst das ABS nach wie vor aus. In dem Wort, dass es einen Druck hat, Reibung und dann zugreift. Das ist ja so umgekehrt jetzt gesehen wie beim Burnout. Wenn du da nicht schaust, dass also ein übermächtiger Impuls da ist, der die Walzen durchreißt einmal, na, dann wirst du keinen Burnout zusammenbrennen, sondern wirst die Kupplung abbrennen.
Weil das ja immer Reibung hat, wenn du das schön dosierst. Nein, beim Burnout musst du es eben so machen, wie es bei einer Bremsung nicht machen sollst. Du musst einen Impuls reinschicken auf den Hinterraffen, der einfach größer ist wie die Reibung. Und dann reißt es einmal durch und dann dreht er schön durch. Und bei der Vorderbremse ist es das Gleiche. Wenn du so reingreifst, na dann blockiert das Radl. Und wenn es vorn blockiert, dann liegst du halt meistens auf der Go. So, also das Bremsen, glaube ich, ja, und insofern ist halt das mit ABS, na, da brauchst du das eigentlich in Wirklichkeit nicht mehr. Wobei, ich fahre wirklich mit den leibendsten Motorradeln, mit den leibendsten ABS-Systemen, aber ich bremse trotzdem noch so, wie ich es mache, weil ich glaube, letztendlich ist das einfach eine harmonischere Bewegung, auch wenn du ein ABS hast. Weil es hilft ja nichts, wenn das ABS in den Regelbereich reinkommt, sondern es ist schon besser, du fährst so, dass das ABS nicht regeln muss. Und wenn du dieses progressive Bremsen drauf hast, na, dann wird das ABS viel später regeln, als wenn du so reingreifst. Ja, gut. Das ist halt wichtig, du oder Zucker, das ist ein Wahnsinn. Nein, aber das Bremsen, das ist schon mächtig. Und ich meine, das ist natürlich viel weniger spektakulär wie das Beschleunigen, aber im Endeffekt, so Fahrzeugkontrolle ist das natürlich wahnsinnig wichtig. Der Fred Beats, das ABS von meiner SD4S war auch nicht schlecht. Gerald Richtsfeld, das sagt das eh. Ich fahre heute noch so, als hätte ich kein ABS. Jawohl. Und der Matthias Goethe sagt, ich habe kein ABS, jawohl. Der Fritz Stadtkuss sagt, ohne elektronische Helfern ist echt fahren. Jawohl. Kurven-ABS von der 1299 ist der Hammer. Geht sich aus. Okay, also da kann man dann wirklich voll reinzacken. Nein, ich weiß nicht. Naja. Ja, der Georg Ostermann. Auf die habe ich sogar doch, Georg Ostermann. Ich habe keins, ich will keins, ich brauche keins. Natürlich, wenn du solche Motorradeln hast, dann haben die kein ABS und dann kannst du natürlich fahren und dann brauchst du kein ABS. Das ist echt die Wahrheit. So, der Heizl ist dabei einmal heute. Sturztechnik Deluxe. Jawohl, na, das wäre einer. Ja. Günther Baumgartner, wie bremsen? Na Günther, aber ich hoffe, ich habe das jetzt erklärt schon. Ich muss obi. Das ist noch. Der Uwe Richter sagt, wer viel gestürzt ist, fährt gut, wenn er nicht ganz und gar lärmresistent ist. Das weiß ich nicht, das viele Stürzen, das weiß ich echt nicht. Ja, Fred Pitz ist aber leibend. Bremsen sind eine Familie aus der Unterordnung der Fliegen in der Ordnung der Zweiflügler. Ja, das ist ein grasslicher Viecher, so Bremsen. Das ist ein Wahnsinn. Schau, der Heizl. Mich hat es in Tschechien letztes Jahr erwischt. Das ABS ging von der tschechischen Grenze über den Jordan, ging vor der tschechischen Grenze über den Jordan. Kabel lag blöd nach dem Reifenwechsel und schlief sich an der Bremsscheibe auf. Bin die 1500 Kilometer aber auch im Regen zurück gut klargekommen. Ja, das ist aber deppert. Also der Typ, der dann den Raffen gewechselt hat, na, den kannst du schimpfen. Das ist ein Wahnsinn. Sowas darf man nicht machen. Jetzt gehst du eh in eine Werkstatt, damit die das machen. Und ich meine, es kann passieren, aber es darf nicht. Eigentlich, also bei der Bremsen, sowas darf nicht passieren. Das ist ein Witz. Und super ist, dass das dann, ja, mit einem ABS-Ausfall halt auch noch Weltklasse zu fahren ist. Ja. Der Thomas Steinberger, bei Regen ist ABS schon oft im Einsatz spürbar. Ja, Thomas Steinberger, das kommt ganz drauf an, was du für ein ABS-System hast. Die alten Systeme, die waren ja so krank. Ich meine, das hat dort eingerattert, wer das nicht gemerkt hat, und das war ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der war. Tot wahrscheinlich. Das war mörderisch. Er hat ja den Begriff dann Stotterbremse verdient, und das war wirklich unwürdiges Feature, und mittlerweile ist es aber schon so, dass das so bremst, dass du nicht mehr ganz sicher sein kannst, ob das du bist oder das ABS. Also, ich tät mir das nicht trauen zu sagen, das war jetzt das ABS.
Bei den wirklichen Top-Systemen, bei dem Kurven-ABS, das ist Wahnsinn, wie sanft es regelt. Ich meine, wenn du hinten bremst, dann merkst du es natürlich viel leichter, weil das hinten halt, ja, die Maschine so leicht ist und halt viel leichter auslöst. Ja, das stimmt, der Marco Toe. Ich bin froh, dass ich meine ersten Fahrstunden auf einer alten CB500 BC32 bei Regen machen musste. Da lernt man echt viel ohne die ganzen Helferlein, das stimmt. Schau, die Andrea, meine Duke Air ist meine erste Maschine mit Kurven-ABS. Ja. Aber wenn schon ABS, na klar, Kurven-ABS, ist doch mörderisch. Peter Richtinger, brauchst kein ABS. Ja, wo Peter? Nichts anderes erwartet von dir. Ja, und es ist aber trotzdem so, weil ich habe lange Zeit auf das ABS fürchterlich hinbeckt, wirklich fürchterlich hinbeckt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man es nicht braucht. Also nach wie vor der Meinung. Aber mittlerweile ist es halt wirklich leicht, weil früher hat er das Zeug gehabt, 10 Kilo, das war eine Frechheit. Ich meine, war ein Wahnsinn, die Maschine ist um 10 Kilo schwerer gewesen, weil da der ABS-Kurbel drinnen war. Mittlerweile wiegt es nichts mehr, es funktioniert traumhaft gut und ja, soll so sein. Ich meine, man kann sich eh, du, man kann sich nicht wehren, aber brauchen tust du es nicht, brauchen tust du es ganz sicher nicht. Aber wo ich zum Beispiel einmal gehabt habe, wo ich wirklich froh war, wir sind mit einer Präsentation in Deutschland, K1200S oder wie die Kassen hat, so eine Maschine, die halt, weiß ich nicht, 1200er Reihenvierer von BMW, so ein Hayabusa-Gegner, die schon gegangen ist, glaube ich, 280 oder so, also ernste Geschwindigkeit. Und da haben wir dürfen auf der deutschen Autobahn, nachdem ihr dort, kannst du fahren, wenn die Kisten 4 Kilo geht, darfst du auch 4 Kilo fahren. Und da haben wir auf der deutschen Autobahn fahren dürfen und ich habe natürlich, Mann, eh klar, ich habe ein Berufsethos, ich will wissen, wie schnell die wirklich geht. Und habe die Maschine aufgemacht und was halt war, das war nicht ganz gescheit, es ist halt feucht gewesen. Also es hat leicht geregnet oder hat es nicht mehr geregnet, auf alle Fälle war die Straßen echt nass. Und ich bin dort trotzdem mit 270 am Dach halt auf der Autobahn dahinten und hab dann vorn schon gesehen, aha, da sind zwei LKWs und da brauchst du natürlich, erstens musst du irrsinnig weit vorausschauen und zweitens brauchst du halt also ein bisschen eine Ahnung, ob der andere LKW jetzt außer fort oder nicht, ob der überholt oder nicht. Und was ich allerdings nicht gesehen habe, dass zwischen diese beiden LKWs, da war noch so ein kleines Auto drinnen. Und das kleine Auto hat sich dann entschieden, er überholt jetzt. Und da habe ich müssen wirklich in die Eisen greifen, voll in die Eisen greifen. Und bei dem Speed, voll in die Eisen greifen, da war ich dann eigentlich sehr, sehr froh, dass die Kiste ein ABS gehabt hat. Ich weiß nicht. Habe ich selber da bremst oder hat das ABS mir geholfen? Das weiß ich nicht. Aber es ist dann schon ein beruhigenderes Gefühl, dass du denkst, ja, aber im Ernstfall, weil gerade wenn es nass ist, ist wirklich schwer, dass du diese Reibwerte einschätzen kannst. Das ist dann nicht so ohne. Das hat super funktioniert, aber das war zum Beispiel so eine Anwendung, wo man gedacht hat, nein, ist schon super, dass es ein ABS hat. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt fahre mit dem Werkstunfisch, dann ist es so, dass dieses ABS, das behindert mich nicht. Also das ist nicht so, dass das irgendwann schon auslöst, wo du denkst, na Alter, das ist starr Hof. Nein, das behindert mich eigentlich nicht, das löst eigentlich nie aus. Zumindest merke ich es nicht. Also insofern bin ich dort, ja, ich bin kein Gegner von ABS mehr, wirklich nicht mehr. Aber, Peter Richtiger, brauchen das es nicht. Und auf der Ural sowieso nicht, weil ich glaube, da hast du noch eine Bremstrommel, oder? Das ist eine echte Bremstrommel, das kannst du wahrscheinlich gar nicht blockieren. Aber vielleicht irre ich mich. Wahrscheinlich hast du bockharte Raffen drauf. Sehr Wahnsinn. Aber die schaue ich mir einmal an, Peter. Gell? Die Ural muss ich mir einmal anschauen. Was? Der Peter Richtinger?
bin auf deutschen Autobahnen von Passau bis zur holländischen Grenze mit 80 km/h. Na, das ist brutal. Peter, das ist brutal, ja. Ja. Und der Stefan Zimmer, OC fix! Jetzt erst eingeschaltet. Ja, das kannst du eh nachschauen dann auf Zankos Welt TV. Ja, und jetzt Guido Ohmacht, bei Honda kannst du bei ABS für jeden Bremsflüssigkeitswechsel in die Werkstatt. Meine 04er Fireblade kann ich schön selbst wechseln. Ja, Guido, das weiß ich nicht, ob das so ist, aber nein. Das wird nicht so schlimm sein, dass ein Bremsflüssigkeitswechsel, der wird dir jetzt nicht arm machen im Jahr. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber was auf alle Fälle stimmt, bei diesen modernen Maschinen kannst du fast nichts mehr selber machen. Das ist einfach so. So, der Heizl. Was mich jetzt noch interessiert, wo vermutlich der Zonko oder die Brennraumintelligenz aufklärt. Thema Blicktechnik. Wenn ich in die Kurve fahre, dann wähle ich die richtige Geschwindigkeit und schaue weit in die Kurve rein. Allerdings beginne ich dann hoffentlich funktioniert das, irgendwie automatisch schon ein bisschen einzulenken. Dabei soll man ja lange außen bleiben und spät einlenken. Irgendwas mache ich verkehrt, geht mir aber meistens so, wenn die Kurve eher weit gezogen ist. Jawohl, Heizl. Das ist eher ein Punkt, den wollte ich sowieso ansprechen, weil das ist tatsächlich so, diese Fahrtechnik, die Kurventechnik, hat sich in Wirklichkeit nicht geändert. Da gibt es einfach eine sehr gute Kurventechnik fürs Motorradfahren auf der Straße und da ist es komplett egal, ob du eine irrsinnig niedergerittene Eulreim hast, die das Gnadenbrot frisst, oder ob du eine topmoderne Superrakete hast um 25.000 Euro. Komplett egal. Die Kurventechnik, die hat sich nicht geändert und die wird sich auch nicht ändern. Und das Wichtigste, was beim Kurvenfahren ist, und das ist was, was ich echt nicht begreife, weil das, ich weiß nicht, also das haben sie uns schon gesagt. Keine Ahnung, hat das jetzt noch der Vater im Auto gesagt, ich weiß nicht, aber das hat jeder von uns gewusst. Kurven schneiden, das gibt's nicht. Kurven schneiden, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja ganz was Deppertes. Kurven schneiden. Das ist ja, das, ich weiß schon, wenn du auf einer Rennstrecke bist, na, dann fährst du die Ideallinie und die Ideallinie ist natürlich nicht nur auf deinen Vorstreifen, nur öffentliche Straßen, das ist einfach keine Rennstrecke. Das ist, ich meine, okay, wenn sie es dann absperren, so wie in Landshagen, dann wird es zur Rennstrecke oder wie auf der Isle of Man, dann wird diese Straße eine Rennstrecke. Aber wenn es nicht abgesperrt ist und wenn es eine öffentliche Straße ist, wo Hunds und Kinds fahren, na, dann ist das Einzige, was dir gehört, dein Fahrstreifen. Das ist die Strecke. Und auf deinem Fahrstreifen, da kannst du die Ideallinie suchen, also die für die beste Linie, aber über den Mittelstreifen aussehen, über die Hälfte auf die andere Seite, na, das gibt's nicht. Das kann passieren, es ist wahrscheinlich jedem schon einmal passiert, dass er in einer Rechtskurve die unterschätzt, weil die zumacht und dass er dann ein bisschen zu weit links rauskommt über den Mittelstreifen, nur das ist ein echtes No-Go. Wenn das passiert und du hast ein Glück, dass da keiner entgegenkommt, na, dann kannst du stehen bleiben und wenn du, keine Ahnung, rauchst, na, dann kannst du rauchen oder keine, weiß ich nicht, was du sonst machst, ein Kreuzzeichen, oder die, keine Ahnung, oder die Richtung Mekka verneigen, es ist komplett egal, aber da musst du dem Schicksal echt danken, dass das nicht daneben gegangen ist, weil das ist ein wirklich grober Fahrfehler, der einfach nicht passieren darf. Das ist so. Und wie kann man das verhindern? Das kannst du eben irrsinnig leicht, wollte ich jetzt sagen, aber relativ einfach verhindern, indem du in einer Kurve relativ lang außen bleibst. Du bleibst relativ lang außen, bis du dann siehst, aha, die Kurven, jetzt macht sie auf. Und wenn du den Kurvenverlauf einsiehst, na dann kannst Richtung diesen imaginären Scheitel, der natürlich auf deiner Seite ist, nicht auf der Seite vom anderen, dort kannst hinziehen und dann kannst du aussie beschleunigen.
Und viele fahren aber so, das habe ich jetzt gerade gelesen, dort in der Brennraumgemeinde hat einer so ein Diagramm gepostet, wo du gesehen hast, na, der fährt auf die Kurven zu, lenkt sie mehr oder weniger von innen an, ist dann im Radius und hat natürlich dort im Radius, im Scheitel, na, da wird ja die Kurven dann auf einmal spitz. Das heißt, der steuert einfach in den Gegenverkehr rein. Und das haben sie aber nicht alle überrissen, dass das komplett Starrhof ist. Und das ist mir eigentlich ist mir ein bisschen unerklärlich. Und es ist aber so, das zum Beispiel, das siehst du irrsinnig gut bei Leuten, die zum ersten oder zweiten Mal auf dieser Rennstrecke sind. Na, die fahren dann rein in den Radius und denen geht es meistens um Schräglage und Geschwindigkeit im Scheitel. Das haben sie gern. Also richtig fest umlegen und im Scheitel drinnen. Und jetzt wählen sie die Linie, aber so genauso wie diese strichlierte Linie war, dass der im Endeffekt, der kann 20 Meter später beschleunigen, weil der einfach mit der Kurve nicht fertig wird. Und wenn du ein bisschen weiter ausholst, dann reinschaust und siehst, aha, da vorne, da kann ich schon die Gerade, da kann ich schon rausfeuern, dann kannst du das Gas anlegen und kannst rausfeuern. Und das ist natürlich viel, viel sicherer und auch viel, viel schneller. Also einer, der die Kurven beim Scheitel nicht fertig hat, na, den nimmst du ab, keine Ahnung, 20 Meter. 20 Meter, ohne dass du irgendetwas riskierst. Also riskiert hat der diese schlechte Linie gefahren ist. Und das, ja, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt in der Theorie so um mich kommt, oder ob sich jetzt denkt, na gut, das ist ein Volltrottel, weil kann man nichts vorstellen drunter. Aber es ist zum Beispiel der wahre Hannes, der macht das ganz extrem. Der wahre Hannes, der fährt mehr oder weniger außen fast schon am weißen Strich, also in einer Linkskurven, fährt er außen fast schon am weißen Strich und zieht dann rein. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Ich fahre nicht dort außen am weißen Strich, mehr oder weniger bei der Begrenzung, weil dort ist ja oft genug gar dreckig. Da ist ja ein bisschen verunreinigt, das ist ja das Zeug vom Parkett und da vorne nicht so viel. Also ich lasse halt dort frei, keine Ahnung. 15 bis 20 cm lasse ich dort sicher frei zum Straßenrand und dann bleibe ich aber relativ lang draußen, bis ich sehe, da ist die Kurve aus und dann lege ich nochmal rein und ziehe dort raus mit einem Strich, mit einem echt schönen Beschleunigungsstrich und das ist komplett auf der sicheren Seite und ich kann halt viel früher ans Gas gehen. Und deswegen nimmst irgendeinen, der zu früh einlenkt. Also erstens ist das in der Linkskurve zu früh einlenken, das bedeutet natürlich, dass du unter Umständen mit dem Oberkörper dort bist, wo halt dann der Traktor oder der Autobus kommt, dann kannst du nochmal so ordentlich aufreißen, das hat man alles schon gesehen. Und du siehst viel später, wann die Kurve aus ist. Ja, und deswegen riskierst viel mehr und bist noch dazu langsamer und denkst, ja, wieso hat mich der jetzt herbrennt? Der Hund ist oben gehockt, wie ein alter Sack. Und es hat mich herbrennt. Wie gibt's denn das? Ja, das ist einfach, weil das die schnelle Beschleunigungslinie ist und auch die sichere Linie. Bis deppert, jetzt haben wir aber eine theatert. Das war ein Wahnsinn. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nachvollziehbar. Der Peter Richtinger bleibt ganz so hart. Ich habe vor der Brembuscheibe. Ach so, wegen der Trommelbremsen. Ja, Peter, und wahrscheinlich einen radial aufgenommenen Vierkolbenanker M50, gell? Das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Ja. Schau! Der Brennraum Nymphensittich Reu rockt wieder ab von der Andreas Weiler. Andrea Weiler. Der Andreas tut mir extrem leid, du musst mir so ein Büdel schicken von dem Reu. Ich möchte den sehen, den Brennraum Nymphensittich. Das ist ein Traum. Und dem taugt das, oder was? Das ist herrlich. Ich peck den Bildschirm rein, auf die Platten. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja, wie heißt er? Roy. Roy. Jawohl. Sag ich mal einen schönen Gruß, Andrea, dem Roy. Ja. Und meine Katzen sind in der Reichweite, aber die täten dem Roy eh nichts machen, glaube ich. Aber ganz sicher kann man sie nicht sein, das könnte man nicht riskieren.
Der Andreas Danzl in Kenia, bremsen Sie mit die Schlapfen an den Füßen. Ja, wie der Fred Feuerstein. Natürlich. Na, aber das habe ich einmal gehabt. Bist du deppert? Ah, mit der XS57, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das ist so, wenn der Auto beim Ausparken auf den Bremssattel auffährt, ist es möglich, dass sich das ein bisschen verkeilt und dass du keine Vorderbremse mehr hast. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Ich bin auf alle Fälle aufgestiegen, habe nicht gewusst, dass man da noch angefahren ist, bin aufgestiegen, auf die Mopeten, habe sie wieder weggelassen und vorne war die Ampel rot und wollte bremsen. Und ich wollte bremsen und ich habe einfach ganz normal ins Leere gegriffen. Da war kein Bremsen. Das hat nicht bremst. Und dann tust du halt ein paar Mal so wahnsinnig und denkst dir, Alter, und muss jetzt dazu sagen, nachdem ich nie mit der Hinterbremsen bremst habe, ist mein Hintere auch nicht gegangen. Das war mir wurscht. Die ist 2 Jahre einfach nicht, hat die nicht funktioniert. Egal, Hinterbremsen war mir sowas von wurscht. Jetzt habe ich halt den Anzer abgerissen, das habe ich abgedruckt. Irgendwie muss ich stehen bleiben. Und diese Restenergie, die habe ich auch da, habe ich mit die Schuhe. Das war ein Wahnsinn, da war ich echt schockiert. Und bin dann, nachdem ich nicht gewusst habe, was das ist, bin dann in die Werkstatt und gesagt, Herrn, die Bremsen geht ja nicht, was ist denn da? Und der hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, naja, da ist wahrscheinlich ein Auto beim Ausparken angefahren, dann kann das passieren. Na, da habe ich aber festgeschaut. Ja, und dann habe ich mir die Hinterbremsen machen lassen. Weil so ganz ohne Bremsen, na, habe ich der, da ist echt was los. Das glaubst du nämlich nicht. Wenn du eine Bremswirkung erwartest und die ist nicht da, dann kommt dir das vor, wie wenn die Maschine beschleunigt hat. Das ist ein ganz arges Gefühl gewesen. Ja. Oh. Jens, das ist doch das Hinterschneiden. Ich habe den Begriff jetzt ein paar Mal gehört in jüngster Zeit, ich habe keine Ahnung, was Hinterschneiden ist. Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht, das wird schon irgendwas bedeuten, ich weiß das nicht, was das bedeutet, aber Kurven schneiden ist schlecht und wenn das Hinterschneiden, wenn das was Gutes sein soll, dass man weiter ausholt und dann reinfährt, dann finde ich das irgendwie ja, einen schlecht gewählten Begriff, weil Kurven schneiden einfach negativ besetzt ist. Und ich weiß es nicht, was das bedeutet, da müsste ich mich bilden, aber mir fehlt der Wille, dass ich mir das anschaue, aber vielleicht schauen wir es an, das schreibt einer eine, was Hinterschneiden heißt. Ja. Warte, Michael Heitzelholzer, ich bemerke nur, dass ich, achso, mit dem Blick bewege und korrigiere das dann. Ja, das mit dem Blick ist so, Heitzel, man fährt natürlich immer dorthin, wo man hinschaut. Das ist einfach in der Natur des Menschen drinnen. Da, wo du hinschaust, da fährst hin. Deswegen, ich habe das eh einmal erzählt, keine Ahnung, mörderisches Willi mit der Fireblade, wirklich mächtig. Und dann sehe ich dort so eine Pylone in der Mitte der Fahrbahn, weil es dort so die Straßen Striche halt neu gemacht haben und sie wollten nicht, dass da einer drüber fährt, jetzt haben sie eine Pylone hingestellt. Na, ich meine, wie ein Volltrottel habe ich diese Pylone angeschaut und natürlich bin ich voll über diese Pylone drüber gefahren, also über diesen Signalhut. Der war eh aus Plastik, ist es eh wurscht gewesen. Und trotzdem hat mich das nachher wirklich entsetzt, weil ich habe das schon gewusst, dass man dorthin fährt, wo man hinschaut, nur es ist irrsinnig schwer, wenn du den Blick auf sowas fixierst, dass den dann löst. Und das habe ich nachher dann beinhart 2-3 Monate echt trainiert. Dass ich mir gedacht habe, das passiert mir jetzt sicher nicht mehr. Und das heißt, ich bin dann irgendwo gefahren und habe dann bewusst irgendwo anders hingeschaut. Also mich richtig gezwungen, dass ich woanders hinschaue. Und das ist gar nicht so einfach, aber irgendwann automatisiert sich das auch. Und in der Kurve ist es so, dass du nicht, es hat natürlich keinen Sinn, wenn du jetzt, keine Ahnung, relativ schnell in diese Kurven reinfährst und du relativ langsam schaust. Also das muss schon, das muss irgendwie eine harmonische Bewegung sein. Und wenn du jetzt angenommen
langsam dort reinfährst und dann einen Punkt anschaust, der relativ weit drinnen ist, na, dann sagt die Maschine dort rein. Der Punkt, der wäre nur der richtige Punkt, wenn du mehr Speed hättest. Dann wäre das der... Na, wenn du... Warte mal, pass auf. Ich fahre so rein, ich schaue langsam. Na, du schaust zu weit in die Kurve rein. Das heißt, du hast wahrscheinlich zu viel Speed gehabt für das, wo du hingeschaut hast. Also das muss einfach so wandern. Das muss... Du fährst rein, siehst den Radius... Aha. Und sobald du siehst, dass die Kurven aufmacht, dann ist Zeit für Feuer frei. Und vorher nicht, weil sie könnte ja zumachen. Und so eine Kurve, die zumacht, das ist natürlich irrsinnig unangenehm. Und wenn du sie halt ganz flach von innen anfährst, dann siehst du es halt relativ spät, wann es jetzt zum Beschleunigen geht. Und da ist noch ein Punkt, das habe ich schon von irgendjemandem erfahren, und das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Wenn er Kurven zumacht und du das Gefühl hast, Alter, das geht sich einfach nicht mehr aus, dann leg weiter um. Leg weiter um. Das ist so dieser Paradetipp, das musst du allerdings auch im Hirn abspeichern, dass wenn es ernst wird, weiter umlegen. Das geht sich auf alle Fälle aus. Und es ist in der Tat so, dass man ja wirklich sehr, sehr, meistens sehr, sehr weit vom Grenzbereich entfernt ist, und sich das ganz locker ausgeht, dass man dort einfach fest umlegt. Und wenn man fest umlegt, wird der Radius viel enger und das geht sich aus. Und es ist auf alle Fälle viel, viel gescheiter, als wie durch den Gegenverkehr kommen. Also das ist einfach ein No-Go. Dort darf man nicht hinkommen. Und dieses Umlegen, das funktioniert in 99,9% der Fälle, funktioniert das einfach. Das ist ein Gold-Tipp. Und den muss man allerdings auch sie ein bisschen einsetzen lassen und sie wirklich darauf, auf das musst du dich einlassen. Das musst du auch wirklich auf Nacht daheim, musst du das vorstellen und sagen, ja, wenn das eng wird, lege ich weiter um. Das ist also eine Handlungsaufforderung, die muss einfach in dir drinnen sein. Ja. Wirklich? Warte. Bremse der ZX1200S ist echt gut, ja. Du, die Bremsen, meistens kommt es darauf an, wie man bremst, wie man die Bremse bedient, so richtig schlechte Bremsen. Und ich meine, ja, wie gesagt, eine Zeit lang hat es geheißen, die Harleys, die haben irrsinnig schlechte Bremsen. Nein, ich habe aber trotzdem nie ein Problem gehabt damit. Und auf das stellt man sich halt ein, wie die Bremsen. Und dann muss man halt aus dem Gegebenen das Beste rausholen und das hat schon hin. Jawohl. Der Harald Silber antwortet dem Emre: Wer bremst, verliert, lieber tot als Zweiter. Genau, so ist es eben nicht. Ja. Ja, aber der Emre sagt, Hinterschneiden ist eh das, was du erklärt hast, so klingt halt blöd. Na, dann ist er ein komplett depperter Begriff, das muss ich schon sagen. Weil bei dem Kurvenschneiden, das ist was Negatives, und Hinterschneiden, na, das ist egal, weiß ich nicht, wer das erfunden hat, keine Rolle. Ja, der Günther Baumgartner sagt das aber leider auch, die Schnellen hinterschneiden alle. Ja, wurscht, na, ist halt der Begriff. Wenn der Günther Baumgartner das auch verwendet. Ich kenne es nicht und ich werde es für mich auch selber nicht verwenden. Ich würde sagen, weit ausholen und sobald den Blick hast, einfahren. Es ist ein bisschen ein längerer Begriff. Aber, wie heißt es so schön? Kurvenschneiden ist zu vermeiden. Kurvenschneiden ist fesch, sagt nur der Baby Crash. Gell? Also Kurvenschneiden ist zu vermeiden. Ja. Andreas Danzel, für mich ist Kurvenfahren wie das Karven und Kurven sind meine Freunde. Ja, so soll es sein. Jawohl. Karl Grieskam, die Sohlenbremse brauchte ich auch schon öfters beim Ausfahrt zum Dürrl runterrollen, nach dem Bremsklotz montieren. Scheiße. Na, die Bremsen, ich habe wirklich viel gemacht, aber die Bremsen habe ich nie angegriffen. Die Bremsen, die bin ich immer zu angegangen und habe gesagt, erst... Ich brauche neue Bremsbackerl oder irgendwas schon, die Bremsen, das geht nicht mehr gescheit.
Aber ich selber habe dort nie eingegriffen. Bremsen ist mal, das ist ein Wahnsinn. Außer beim Cabrioler, die Trommelbremsen. Die habe ich schon noch. Aber das ist ja auch nicht um viel gegangen. Okay, okay. So. Naja. Aber, na gut, wir sind eh schon alle 15 Minuten, weil in Wirklichkeit, na eins habe ich noch. Das ist ganz wichtig. Ich lese noch ein bisschen, aber das darf ich nicht vergessen. Das ist wirklich wichtig. So. Der Christoph Biederer drücken oder legen. Du, Christoph, das ist. Bis deppert, das wird es in der Zeit nicht mehr ausgehen. Da müssen wir müssen, glaube ich, einen zweiten Brennraum machen zu dieser Fahrtechnik. Beim Drücken oder Legen ist es so, beim Drücken hast du natürlich mehr Überblick und hast auch, wie soll ich jetzt sagen, mehr Reaktionsspielraum. Also du bist irgendwie über dem Lenkkopf drüber und kannst diese Maschine halt wirklich gut steuern. Beim Legen ist es halt so, das ist meistens ein bisschen ein lässigeres Gefühl, weil du beim Drücken hast ja du mit dem Körper relativ wenig Schräglage und beim Legen hast du halt dieses Gefühl dieser Schräglage irrsinnig toll. Und was natürlich auch theoretisch ist, beim Legen hast du natürlich den Schwerpunkt ein bisschen weiter innen, jetzt kannst du ein bisschen mehr Schräglage fahren. Aber also mehr Kurvenspeed fahren, so ist es. Du kannst mehr Kurvenspeed fahren. Aber auf der Straße draußen ist zum Beispiel, wenn du einen Hang-Off fährst, einen extremen, verlierst natürlich total den Überblick. Also den Hang-Off fährst du eigentlich nur in Kurven, die du wirklich super kennst, wo du eigentlich nicht reagieren musst. Da muss es irgendwie klar sein, okay, ich fahre in die Kurven so eine und ich beschleunige so aus und da ist sonst nichts. Dann ist ein Hang-Off natürlich unschlagbar im Sinne der Kurvengeschwindigkeit, aber dieses Drücken hat natürlich sehr, sehr viele Vorteile auf der Straße. Es schaut halt nicht so leibend aus, wie es Legen. Scheiße, der Schneidwutz haben mal in Amerika zuerst die hintere und dann die vordere Bremse verloren. Auch nicht so witzig mit dem schweren Teil. Bin dann bei einem Parkplatz rein und über einen Begrenzer gehüpft. Im Busch war Schluss. Haha, nichts passiert, na habe ich die Ehre. Na, aber ich meine, das heißt, die ist da richtig auseinandergefallen beim Fahren. Zuerst die hintere Bremse und dann die vordere. Das ist ein Wahnsinn. Und ich meine, das ist dann schon gefährlich. Selbst in Amerika, wo man keine Geschwindigkeit fahren darf, ne? Das ist schon das ist ein Wahnsinn. So, Freunde, ist noch ein Zug vom Pfeifferl und dann. Ich kann das jetzt in dieser Kürze der Zeit vermitteln. Das ist so. Man weiß eh, Motorräder entwickeln Kreiselkräfte und je schneller sie diese Radeln drehen, desto größer sind die Kreiselkräfte. Das heißt, wenn irgendwas 2 Kilo marschiert, dann brauchst du schon einen gewissen Druck am Lenker, dass das einlenkt. Also du brauchst viel mehr Druck, als wenn 10 km/h fährst, hat jedes Motorrad ein super einfaches Handling. Nicht? Das ist ja fast kippelig. Und wenn du aber 200 fährst, na dann sind diese Kreiselkräfte einfach wirklich enorm und die musst dann brechen. Und da habe ich so ein Erlebnis gehabt, wo ich mir gedacht habe, Alter, das war fürchterlich. Und zwar haben wir irgendwie von der Redaktion also so eine schnelle Ausfahrt gemacht, oben irgendwie nach Italien und dann halt wieder heim. Und da haben wir einen Miet gehabt, der hat zwar gehabt, also ein GSX-R750, glaube ich, hat er sich ausgeburgt, aber das ist halt in Wirklichkeit so ein Trail- und Enduro-Fahrer gewesen. Jetzt nicht der ganz tolle Trail- und Enduro-Fahrer, aber auch kein schlechter. Das kann man auch nicht sagen. Also er hat schon gewusst, wie man Motorradl fährt. Nur, ich habe dann schon gesehen, weil wir sind natürlich immer schnell gefahren dort auf der Autobahn mit den Granaten,
Und ich habe mir dann schon gedacht im Rückspiegel, also ganz leicht hat es der jetzt aber nicht. Und da haben wir dann gedacht, na gut, dann fahren wir halt nicht 230, sondern lassen wir uns halt oben auf 180 oder so. Und ich habe den vorbeigewinkt und bin dann hinter dem nachgefahren, so in der Art. Tut er nichts an. Und ich bin auch nicht knapp drauf gefahren, sodass der einen Druck hat, sondern nein. Ich bin dort wirklich, habe den ein bisschen abgedeckt hinten und habe mir gedacht, dass ich den ein bisschen beruhigt, weil es hat nicht super ausgeschaut, wie der gefahren ist. Na und dann ist gekommen bei 180, also eine Rechtskurven. Und diese Rechtskurven, das war keine dramatische Rechtskurven, aber eben auch Kurven auf der Autobahn. Und dann habe ich gesehen, wie der die Maschine nicht einlenkt und immer weiter Richtung Mittelstrafen, und da, wo diese Betonleitschiene ist, wo er immer weiter dorthin kommt. Und da ist mir echt der Reis gegangen. Da habe ich gedacht, Alter, weiß der nicht, wie er jetzt einlenkt, wie er diese Kreiselkräfte bricht. Und der hat das tatsächlich nicht gewusst. Der hat es nicht gewusst. Und dann nach der Aktion, er hat es irgendwie ausgeritten, indem er halt langsamer geworden ist, weil du verringerst den Radius natürlich auch, indem du abdrast. Also mit irgendwo reinfährst und du bist schnell und denkst, Alter, das geht ja nicht mehr aus. Und das Abdrehen natürlich auch eine gute Hilfe, weil sich dann der Radius einfach durch die niedrige Geschwindigkeit auch wieder einkürzt. Nicht? Und auf alle Fälle habe ich dann rausgewinkt bei der nächsten Tankstelle. Und da haben wir einen Kaffee getrunken und habe gesagt, Alter, was ist denn da los gewesen? Nicht? Und er sagt, na, die hat nicht eingelenkt. Und das ist dann so gewesen, der hat nicht gewusst, dass man verkehrt lenkt bei dieser hohen Geschwindigkeit. Dass du, wenn du nach rechts fahren willst, dass du den rechten Lenker noch vorschieben musst und den linken zurückziehen musst. Dass die Kreiselkräfte brichst und dass die Maschine in Schräglage fällt. Weil, wenn du rechts ziehst, stellt sich die Maschine weiter auf. Nicht? Also das ist ein Wahnsinn gewesen. Und das ist dem wirklich nicht bewusst gewesen, diese verkehrte Lenktechnik. Und die ist, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt Trail fährst und Enduro fährst und vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, über diesen 30er, 40er nicht rauskommst, dann spielt das wahrscheinlich weniger Rolle, aber wenn du schnell fährst, musst du es natürlich wissen mit dem verkehrten Lenkimpuls. Ja. Und dann war ich mir, glaube ich, relativ dankbar, dass ich ihm das gesagt habe, und dann ist das auch eine lockere Übung gewesen. Weil hinterfragt hat das Gott sei Dank nicht, weil ich habe ja leider, das ist so ein Projekt, was ich seit, weiß ich nicht, seit 25 Jahren mit mir herumtrage. Ich möchte endlich einmal so einen Physiker treffen, der sich mit diesen Fahrwerksgeometrien super auskennt und der mir das alles richtig gut erklären kann. Weil ich weiß zwar relativ viel, wie es funktioniert, aber nicht warum. Und mit dem Gegenlenken, da weiß ich nur, da erhöht die Schräglage, weil ich das Vorderradl fährt in die andere Richtung und dadurch legt sie die Maschine in diese Kurven rein und du. Und Schräglage bedeutet natürlich Radius, dass du Kurven fährst. Aber der Lenkkopfwinkel, ist ja ganz was Entscheidendes. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt fährst mit einem Chopper, mit einer langen Gabel, dann ist das ja irrsinnig kippelig. Und wenn du mit einem super ausgewogenen Spurtmotorrad fährst, dann ist das irrsinnig harmonisch. Dann fährt das quasi, das fährt dann gedankengesteuert in den Radius rein und das bleibt neutral im Radius. Und das hängt damit zusammen, wie dieser Lenkkopfwinkel ist. Lenkkopfwinkelschwingenaufnahme, da gibt es natürlich wahnsinnig viel. Und weil ich glaube, wenn du so einen ganzen steilen Lenkkopfwinkel hättest, wie ist das dann? Und dann hast du, glaube ich, keine Geradeausstabilität. Glaube ich. Ja. Und das ist leider bis heute, habe ich das nicht zusammengebracht, dass es so einen Physiker aufgibt, auf Tour. Und wenn ich so einen einmal erwische, der sich dort richtig super auskennt, na dann gibt es hundertprozentig auf ZUNKOSWELT.TV ein Busgespräch oder sowas in der Art. So, die Stunde haben wir ist vergangen wie im Flug. Ich habe relativ wenig gelesen, da muss ich mich entschuldigen. Aber ich werde mir diese Kommentare anschauen, und wenn es da noch viel gibt, schaut ein Bernard Hosmoto, das erkläre ich ganz am Anfang meiner Fahrtechnik-Videos. Bernard Hosmoto auf YouTube, das kann ich euch empfehlen, der weiß wirklich, wovon er redet. Ganz toller Motorradlfahrer, wirklich super. Und der hat offensichtlich einige Fahrtechnik-Videos oben auf seinem Kanal, in dem der heißt Bernard Hosmoto, der Kanal. Das kann ich euch
sehr ans Herz legen. Und ich werde diese Kommentare anschauen und wenn ich sehe, genau da haben wir noch jetzt ein paar Punkte, die wir nicht geklärt haben, dann machen wir vielleicht im nächsten Brennraum nochmal so ein Fahrtechnik-Seminar. Und ansonsten geht ja das auch super bei diesen Fragen, wenn ich es halt da lese, weil wahnsinnig viel habe ich heute wahrscheinlich jetzt nicht erlesen. So, und am Montag, 28. um 19 Uhr, 1000 PS, YouTube, die Motorrad-Talkshow. Da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Und die Messe in Tulln am Freitag um 14 Uhr auf der Hauptbühne, Motorradwahl des Jahres und dann Meet and Greet mit Nasty Nils, Fauli und mit mir. Und am Samstag um 14 Uhr am Metzlerstand. Meet and Greet mit der volle Fell, Nils und mir. Und wie gesagt, seid auf keinen Fall schüchtern. Ihr geht uns ganz sicher nicht auf die Nerven, sondern im Gegenteil, wir freuen uns an Haxen aus, wenn wir euch sehen. Jawohl! Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa! Grüß euch! Ciao! Live-Video wird beendet.